Wir haben ein Format entwickelt im März, als Corona ausbrach, den Linksnet-Talk. Und wir haben jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten interessante Menschen eingeladen, die mit spezifischen Problemlagen, mit spezifischen Personengruppen arbeiten, Unterstützung leisten, Solidarität praktisch werden lassen. Und ich freue mich, dass wir heute Brunhild Fischer hier haben. Sie ist du bist Geschäftsführerin von Schia e.V. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen Alleinerziehender, also ein Verband, der sich für die Interessen alleinerziehender Menschen einsetzt. Und wir wollen nochmal so ein bisschen rückblickend auch gucken, was hat Corona auch aufgezeigt in Bezug auf die Situation alleinerziehender Menschen hier in Leipzig, in Sachsen, und was ist da eigentlich sichtbar geworden und was muss getan werden, ne? Vielleicht kannst du erst am Anfang mal den Verband auch vorstellen. Wie lange gibt es den und genau, wo arbeitet ihr genau? Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns immer, wenn wir eben ein Podium haben, wo wir die Themen eben auch besprechen können und wo die in die Öffentlichkeit kommen und wo wir Verbündete und Freundinnen und Freunde und Mitstreiterinnen treffen können und die auch mit für dieses Thema erwärmen können. Also unser Verband, den gibt es seit 1992, der ist gegründet worden in Leipzig. Also wir haben, beziehungsweise 91 sogar schon, denn wir haben nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und das ist natürlich schon eine markante Sache, ist ein Meilenstein in dem Sinne, 30 Jahre eben im gesellschaftspolitischen Raum aktiv zu sein, immer zu agieren und eben einerseits die Basisarbeit immer zu bewältigen, also mit den Familien, mit den alleinerziehenden Familien, aber andererseits natürlich im gesellschaftspolitischen Kontext immer mit die Interessen von dieser Familienform, also von Alleinerziehenden und ihren Kindern zu vertreten. Also wir haben uns eben speziell in diesem Rahmen jetzt auch nach diesen 30 Jahren oder knapp 30 Jahren entschieden, auch nochmal einen neuen Namen anzunehmen, in dem Sinne, dass Schia natürlich bleibt als Label, aber wir nochmal heißen nicht nur Selbsthilfegruppen Alleinerziehende, so wie das 29 Jahre jetzt der Fall war, sondern wir heißen ab letzten November, beziehungsweise jetzt ist die Vereinseintragung auch durch, heißen wir jetzt eben aktuell selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen für Alleinerziehende. Das heißt eben ganz klar, dass wir eben nicht nur die Interessen vertreten, sondern eben auch ganz klar sagen, wie es sein könnte und wie wir gemeinsam agieren könnten und vor allen Dingen auch müssten, um die Familiensituation von Kindern, von allen Kindern und von Familien, speziell von alleinerziehenden Familien, aber natürlich grundsätzlich von allen Familien, also wie wir das eben im Grunde genommen in den Griff kriegen können, dass wir auch in einer guten, solidarischen und selbstbestimmten Welt zukünftig gemeinsam zusammenleben. Das ist so unser Anliegen. Ja, wie gesagt, also wir haben einerseits die Basisarbeit, das ist die vor allen Dingen mit und für die Familien, also wo wir beraten, wo wir aufklären, wo wir informieren, wo wir unterstützen. Wir gehen mit zu Behörden, wir gehen also auch, wir telefonieren, wir haben Kontakte, schnelle Kontakte, auch gute Kontakte. Es gibt natürlich auch manchmal nicht so gute Kontakte zu Behörden, zu Multiplikatorinnen und so weiter, zu Hilfsangeboten, wo wir uns, wie gesagt, da ganz massiv einbringen. Das ist sehr viel im Ehrenamt auch. Und wir haben natürlich die zweite Säule, das ist die politische Arbeit, also die Interessenvertretung. Das heißt, dass wir in vielen Gremien unterwegs sind, auf landespolitischer Ebene vor allen Dingen, weil wir ja ein Landesfamilienverband sind. Und versuchen aber natürlich eben auch politische Kontexte im bundesweiten Rahmen zu sehen, denn also in der Kommunalpolitik oder eben in den Familien kommt natürlich ganz oft an, was auf Bundesebene beschlossen wird, was eben dann durch die Länderebene ja dann einfach durchgeht, beziehungsweise wo die Länderebene vielleicht auch mal agieren müsste Richtung Bundespolitik. Aber andererseits kann natürlich die Landespolitik auch viel machen und ins gemeinsame Zusammenspiel von Land und Kommunen könnte man auch eben jetzt zum Beispiel in unserem Bundesland Sachsen allerhand für Kinder, für Jugendliche, für Familien, für alleinerziehende Familien tun. So, und das ist unser großes Anliegen. Also da sind wir in den unterschiedlichsten Gremien drin und versuchen da diese Interessen der Familien eben zu artikulieren, nach vorne zu bringen, die Politik zu sensibilisieren, dass also überhaupt erstmal auch ein Bewusstsein bei den Politikerinnen und Politikern eben geschaffen wird, dass sie eben die Menschen da nicht vergessen bei ihren Entscheidungen. Genau.
Sehr gut. Und so ein bisschen unser Diskussionskontext oder unser Format hat sich ein bisschen fokussiert auf die Corona-Situation. Vielleicht kannst du ganz schlaglichtartig auch nochmal sagen, also mir ist so selber im Hinterkopf das Thema Notbetreuung in Kindertagesstätten. Da waren in Sachsen Alleinerziehende ausgeschlossen. Ne? Da hatten wir auch tatsächlich Problemanzeigen und Hilferufe. Was ist euch da so begegnet? Und vielleicht auch so in die Richtung, wenn jetzt eine zweite Welle kommt, was könnte man auch besser machen, um die spezifische Situation von Alleinerziehenden besser zu berücksichtigen? Mhm. Ja, also man muss ja ganz klar sagen, ne, der Unterschied zwischen einer Normalfamilie, Patchworkfamilie oder eben einer alleinerziehenden Familie ist eben einmal gibt es zwei Elternteile oder sagen wir mal zwei, die zusammenleben und sich um die Kinder kümmern und sich also alles teilen könnten. Ob die das dann machen, ist immer wieder noch eine andere Sache. Und es gibt eben diese Einelternfamilie, das heißt eben ganz klar, es ist ein Elternteil eben so grundsätzlich für alles rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr und dann, wie gesagt, also das, wie viele Jahre das dann auch immer sind. Im Durchschnitt sind Alleinerziehende bis zu 18, also von 4 bis 18, zwischen 4 und 18 Jahren alleinerziehend. Das ist natürlich ein langer Zeitraum und wenn man sich das einfach nur vorstellt, dass man ganz alleine für alles zuständig wäre, kann man sich ungefähr vorstellen, was die Problematik im Grunde genommen von alleinerziehenden Familien ist. Das sind aber nur die Soft Skills. Es kommt natürlich dann noch ganz speziell die finanzielle Situation hinzu. Ne? Ist ganz klar, wenn ich nur ein Einkommen habe und wie gesagt, man kann pauschal sagen, zwischen 75%, also 50% der anderen Elternteile zahlen keinen Unterhalt, 25% zahlen also unregelmäßig bis gar nicht oder ganz wenig und wenn sie zahlen, dann, also das heißt so ungefähr, das sind so 10 oder 20 Euro Unterhalt im Monat für ein Kind, dann kann man sich ausrechnen, was da los ist und nur maximal 25%, also der anderen Elternteile, nehmen überhaupt ihre Unterhaltsverpflichtung wahr. So, also jetzt kann man also sich vorstellen, man hat die also die totale Belastung grundsätzlich, weil man die gesamte Verantwortung hat und man hat natürlich auch noch die finanzielle Notsituation. Also ich spreche jetzt nicht von denen, die jetzt in einem guten Erwerbsverhältnis stehen, die meinetwegen als Beamtinnen und Beamte oder sonst in irgendwelchen Bereichen da tätig sind, wo sie also eine gute Einkommenssituation haben und damit natürlich mit Geld sich auch einiges an Defiziten in so einer Einelternfamilie auch wieder beheben lässt. Sondern ich rede von wirklich den ganz normalen Alleinerziehenden und vor allen Dingen denen, also wir haben 45%, manchmal sogar je nach Region, also zwischen 30-45%, sogar in Regionen gibt es bis zu 75% der Alleinerziehenden im ALG-2-Bezug, wo man natürlich dann weiß, also wie die finanzielle Situation ist. So, und die ist allgemein so. Und wenn natürlich so eine Corona-Situation, also so eine extrem gesellschaftliche Ausnahmesituation herrscht, ist ja klar, dass jede schon bereits negative Lebenssituation sich dadurch noch verstärkt, verkompliziert, also nochmal also ein weiterer Druck auf diesen Personen oder auf den Menschen lastet und die Situation eben dadurch noch richtig verschärft wird. Das kann man bei den Alleinerziehenden ganz klar sagen und feststellen. Also wir haben auch O-Töne gesammelt von Alleinerziehenden, was in dieser Situation besonders eben erschwerend war. Und da muss man als erstes natürlich sagen, ist die Kinderbetreuungssituation. Ist ganz klar, wenn ich also Kinder unterschiedlichen Alters habe und die dann den ganzen Tag zu Hause betreue, beschule, was auch immer, ne? Wie gesagt, unterschiedliche Alters können ja auch die Kinder sein. Ich habe meinetwegen als Selbstständige dann trotzdem im Homeoffice zu arbeiten, habe also das Erwerbseinkommen zu erwirtschaften und habe gleichzeitig die Kinder zu betreuen, habe einkaufen zu gehen, obwohl ich also, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind 3 ist, das ich gar nicht so unbedingt mitnehmen konnte und so weiter. Ne? Also unter erschwerten Bedingungen, das haben wir ja alle festgestellt, ne, mit Maske und mit Abstand und so weiter und mit die Kinder in dem Abstand zu halten. Ne? Also man kann sich einfach dieses Konglomerat an Problemen, also an wirklich belasteter Situation vorstellen. So, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir dann als Gesellschaft oder eben als Nachbarn oder als Netzwerke da relativ zügig zugreifen und sagen, ja, also ist logisch, ne? Die Betreuungssituation ist schwierig, also von daher muss ich denjenigen auch mal entlasten und muss da mal zugreifen. Und wir haben es nicht geschafft, also die Kindernotbetreuung für Alleinerziehende grundsätzlich zu öffnen,
Das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Schlag für diese Familien. Es ist eine Nichtanerkennung der Lebenssituation, der erschwerten Lebenssituation von diesen Elternteilen. Und das sehe ich schon. Also ich persönlich sehe das als Skandal. Wir haben 3-mal an den Ministerpräsidenten geschrieben und der hat es nicht mal für nötig gehalten, uns den Eingang zu bestätigen oder irgendwie zu sagen, wir sind an der Arbeit dran. Und da muss ich eben wirklich sagen, also die Bundespolitik hat sogar reagiert und hat, also Ministerin Giffey hat sogar gesagt, also die Kindernotbetreuung für Alleinerziehende muss schon irgendwie gesichert sein oder sollte. Und einzelne Bundesländer oder viele Bundesländer haben das ja auch gemacht, aber Sachsen hat das nicht gemacht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Armutszeugnis gegenüber diesen Familienformen, die gegenüber diesen Eltern. Und ich muss sagen, das zeugt auch von, wenn wir als Verband auch keine Antwort bekommen, das zeugt eben definitiv von einer gewissen Respektlosigkeit gegenüber diesen Eltern, die ja alle gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Das heißt, Kinder erziehen, sich diesen Kindern widmen und ihr Bestes leisten. Und das ist natürlich, also ich finde, das ist wirklich ein Skandal. Es ist definitiv, ich glaube, so politisch ist es dann sukzessive auch thematisiert worden, aber dann ist sind die Kita ja auch für alle wieder geöffnet worden. Also es gab da tatsächlich keine Berücksichtigung dieser Zielgruppe. Daraus folgt eigentlich aus deiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal in eine Situation kommen, müssen Alleinerziehende in einer Kita-Notbetreuung oder vielleicht auch in einer Beschulung sozusagen auch besonders beachtet werden oder einbezogen werden. Ja, unbedingt, ne? Weil ich meine, selbst zu zweit ist es nicht schaffbar. Man sieht ja, die Familienverbände nennen das ja grundsätzlich, ne? Dass das also eine schwierige Situation ist. Ne? Und jetzt kann man sich also vorstellen, dass für eine Person, ne, der eben die Erwerbsarbeit obliegt, ne? Also diese Verantwortung ist ja in Corona-Zeit nicht einfach weg. Sei es ja nicht, ne, pass auf, du kannst zu Hause bleiben und alles läuft und du kriegst dein Geld auf dein Konto oder sowas, ne? Gerade die Selbstständigen. Und ich meine, dann bleibt nur der Antrag auf ALG II und so weiter. Das muss man sich eben auch erstmal, was das für Konsequenzen hat, auch wenn es ein vereinfachter Antrag ist oder sowas. Das heißt, in dem Moment, wo ich ALG-II-Empfangende bin, werden alle Kindertransferleistungen in die Familie gegengerechnet. Das heißt also, ich bleibe dann arm und alles, was eigentlich normalen Familien zugute kommt, kommt mir dann nicht mehr zugute. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn ich jetzt im ALG II bin, ne, dass ich da zwar Bildung und Teilhabe bekomme oder sowas, aber das sind so geringe Beiträge und die muss ich auch erstmal beantragen. Dann gibt es auch ganz viele Hürden, nicht nur bei der Beantragung, sondern auch bei der Berechnung. Und wie gesagt, wenn ich eben in verschiedenen alleinerziehenden Modellen lebe, ist es auch noch so, dass ich nicht eben dieses gesamte Bildungs- und Teilhabepaket erhalte, sondern dass das eben immer nur anteilig angerechnet wird auf die Tage, wo die Kinder dann bei mir sind und so weiter. Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte und wir wollen das als Verband eben gar nicht immer alles aufstricken, weil das ist so, also für niemanden verständlich. Ne? Auch für die Medien ist es nicht verständlich in dem Sinne, dass man es in zwei Sätzen an die Bevölkerung kommunizieren könnte. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir machen die Familien, also wir lösen die Familiensituation nicht, wenn wir das noch verkomplizieren und noch verkomplizieren und noch eine Ausnahme schaffen oder sowas, sondern ganz klar, für alle Alleinerziehenden, die sind systemrelevant, also abgesehen davon, dass Eltern und Kinder sowieso systemrelevant sind. Ne? Ansonsten brauchen wir keine Gesellschaft. Ne? Weil das ist ja Gesellschaft, ne? Und das sind ja diejenigen, die Werte schaffen und so. Also grundsätzlich muss da also die Kinderbetreuung so organisiert sein, dass die natürlich für die Menschen geöffnet ist, für die Eltern geöffnet ist, für die Kinder auch geöffnet ist. Denn wir haben ja auch schon Untersuchungen, was das mit den Kindern macht. Unabhängig der Familienform und abhängig der Familienform. Und das muss gemacht werden. Und dann gerade zukünftig müssen wir eben sehr darauf schauen, dass eben die Teilhabe für alle Kinder, für alle Menschen in dieser Gesellschaft gesichert ist. Und das ist eben nicht mit irgendwelchen Bildung- und Teilhabengeschichten zu machen, sondern wirklich, da müssen wir eben ganz klar drüber nachdenken, dass wir also wirklich mal endgültig alles vom Kopf auf die Füße wieder stellen und eben ganz klar sagen, wir brauchen kostenfreie Bildung, kostenfreie Angebote von Freizeit, von Kultur. Da haben wir auch als Gesellschaft dann nämlich den Vorteil, dass wir ganz klar sagen können, wir hätten das an Qualität und wir haben auch das an Geld zur Verfügung. Und in anderen Ländern geht das ja sehr wohl. Ne? Und wir brauchen sowas wie kostenfreie Mobilität, kostenfreie Gesundheitsvorsorge, wo eben ganz klar alle
Kinder, Jugendliche an diesen gesellschaftlich infrastrukturellen Themen dann eben wirklich, also dass sie da nicht ausgegrenzt werden und dass nicht wieder ein extra Antrag notwendig ist, der dich diskriminiert, der eben, wie gesagt, immer von dir verlangt, dass du eine extra Energie aufwendest, dich in irgendeine defizitäre Situation gefühlt, also fühlst, ne, und gedrückt siehst und dann eben da unglaublich viel persönliches Empowerment brauchst, um in Schulen oder in Kindertageseinrichtungen oder wo auch immer du hingehst, um diese Leistungen in Anspruch zu nehmen und dir die Bescheinigungen zu holen, dass du tatsächlich defizitär bist, ne, in welcher Art auch immer, ne? Es ist immer irgendwas Defizitäres an dir und viele verzichten drauf und das haben wir nun ganz massiv gesehen bei den ganzen digitalen Beschulungen, sage ich jetzt einfach mal so, als Oberlabel der ganzen Sache. Wir haben schon immer gesagt, dass viele Familien keinen Internetzugang haben oder nicht den Internetzugang haben, der eben wirklich eine Teilhabe in diese Richtung erlaubt und dass auch die Endgeräte nicht passen, dass Drucker fehlen und wir wissen, wie nicht der Drucker ist das teure, wir wissen, was Patronen kosten, dass die Zugänge quasi zu den Lernplattformen nicht gegeben sind, dass also dann auch diese Arbeitsmaterialien nicht abrufbar waren, beziehungsweise wenn, dann mussten sie ausgedruckt werden, dann mussten sie eingescannt werden, diese finanziellen Mittel und auch dieses technische Equipment haben viele Familien überhaupt gar nicht und alleinerziehende Familien eben überhaupt gar nicht. Ne? Und ich meine, drei Kinder am Smartphone, an einem Smartphone dann die Hausaufgaben machen zu lassen und selber noch irgendwie das gesamte Leben im Griff zu haben und dann noch zu beantragen, also dass man vielleicht doch mal noch einen Laptop bekommt und so weiter. Und da musst du dir die Bescheinigung von der Schule holen, dann musst du dir die Bescheinigung vom Jobcenter holen, also alles, ne? Ja, und wir haben da O-Töne wirklich, die sind, also die Frauen, die sind wirklich weinend zusammengebrochen und haben gesagt, also sie schaffen das nicht mehr und sie können auch nicht mehr und sie wollen das auch gar nicht mehr. Und was das mit Kindern dann macht, ne, wenn die ihre Eltern, im Speziellen auch ihre Mütter, in diesem Zustand sehen, das können wir uns alle vorstellen, ne? Also das hat eklatante Auswirkungen, also die... Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft schlussendlich eine ganz, ganz große Gesprächstherapie. Ne? Also wie wir miteinander umgehen und wie also bestimmte Personen in dieser Gesellschaft behandelt werden. Das ist eben wirklich eine katastrophale Situation. Ist also irgendwie in einem humanistischen Gedanken überhaupt gar nicht gewachsen, so wie wir jetzt aktuell da irgendwie sind. Ich finde es toll, dass wir uns viel darüber unterhalten, aber im politischen Kontext, denke ich, ist es schon schwierig. Hast du total recht. Du hast auch in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, gesagt, oder sagen auch einige, dass Corona hat sozusagen so wie unter dem Brennglas die gesellschaftlichen Problemlagen oder sozialen Probleme nochmal geschärft. Vielleicht noch so ein Themenstrang. Gestern ist eine Studie erschienen, der Bertelsmann Stiftung zur Kinderarmut. Und jetzt erlebt man eigentlich auch das, was man immer erlebt. Jedes Jahr werden die Zahlen oder alle paar Monate werden die Zahlen vorgelegt und dann wird sich gestritten, ob genug getan wird. Jetzt wird gesagt, es gibt ja den Familienbonus und es gab eine Erhöhung des Kinderzuschlages. Aber eigentlich braucht es ja fundamentale Lösungen, das sagst du auch. Ne? Genau. Habt ihr da... Ideen sozusagen. Ja, also wirklich, du sagst es ganz klar, ne? Also vor allen Dingen, ich meine, grundsätzlich mal zu dieser Sache gesagt, also ich meine, die Bertelsmann Stiftung, dass die überhaupt solche Studien macht und das macht sie ja schon über einen längeren Zeitraum und es ist ja eben erwiesen, also dass wir diese eklatante Kinderarmut in Deutschland haben, ne? Abgesehen davon, dass es eben auch ein sehr, sehr großer Teil der Kinder aus alleinerziehenden Haushalten betrifft, die arm sind, ne? Und der Kinderschutzbund hat ja schon vor dieser Studie jetzt gesagt, dass wir also 4,4 Millionen arme Kinder haben, wo dann wieder andere sagen, ach nein, wir haben nur 3,3 oder 2,2 oder sowas. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch schon sowas von würdelos und respektlos. Ich finde alleine, dass es ein einziges armes Kind gibt, muss uns auf den Plan rufen, dass wir sagen, nee, also das kann einfach nicht sein. Ne? Also das ist überhaupt gar nicht die Frage, wie viele, sondern überhaupt das. Und wenn es arme Kinder gibt und wenn es zwei sind, ja, dann ist das doch eben nicht das Problem des Kindes, schlussendlich leider doch,
sondern das ist doch mein Problem, das ist unser gemeinschaftliches Problem, weil wir haben in dem Moment, dass wir dafür, nicht dafür gesorgt haben, dass das Kind ordentlich teilhaben kann, ganz gerecht teilhaben kann, haben wir doch versagt und sind wir doch die Asozialen und nicht die oder die sozial Schwachen. Ne, nicht immer diese Familien, die immer als sozial schwach dargestellt werden. Nein, die sind finanziell schwach. Wenn die dann später sozial schwach werden, ist ja ganz klar, weil ich meine, denen bleibt ja nichts anderes übrig, als eben einfach auch nur zurückzuschlagen. Oder eben, wer soll das denn in diese ganzen gesamten Kontext reinbekommen? Und wenn ich lange keine Bildung so hatte, wie wir so im Grunde genommen, ne, an vielen Dingen gar nicht teilhabe, dass ich dann eben auch keine Lust mehr habe, mich in diese Prozesse einzubringen, weil ich meine, wir sind 30 Jahre am Start und haben für Alleinerziehende so gut wie kaum was bewegen können, abgesehen davon, dass es in vielen Dingen einfach noch schlimmer geworden ist. Ne? Und ich meine jetzt diese Sache, ne, dass man da nochmal ganz klar sagt, also jetzt, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben, 2,2 oder 2,8 Millionen Kinder bis 18, also ich meine, damit ich eben nicht bis 21 denke oder bis 24 oder bis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Kinder, mache ich solche komischen Kategorien. Ob die jetzt 12 sind oder 18 sind, die Kinder sind arm, es ist völlig egal. Ne? Und ob ich die als Kinder und halb Jugendliche betitle, also oder ganz junge Erwachsene, solange die kein eigenes Erwerbseinkommen haben und angewiesen sind auf den soziokulturellen Hintergrund oder ihre Wurzeln, wo sie herkommen und diese Familien arm sind und somit diese Kinder und Jugendlichen arm sind, kann ich doch nicht kategorieren und sagen, naja, es sind bloß 2,8, weil es eben bloß bis 18 sind. Ne? Und die ganzen 19, 20, 21-Jährigen, die werden dann einfach rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Ich meine, ich musste mal die Augen aufmachen und genau hingucken. Und wenn ich so viele arme Kinder habe, also wir haben 12 Millionen Kinder, wenn ich so in den Kinderschutzbundzahlen ausgehe, 4,4. Ne? Also das ist mehr als ein Drittel. Das geht schon in Richtung Hälfte. Ja, aber dann muss ich doch wissen, dass sämtliche familienpolitischen Leistungen, arbeitsmarktpolitischen Leistungen, wirtschaftspolitischen Leistungen oder sowas, ne, dass die genau an den Eltern vorbeigehen, weil ja im Grunde genommen die Eltern, wenn die Eltern arm sind, natürlich automatisch die Kinder arm sind. Oder ich würde es endlich mal ein bisschen anders machen, würde sagen, okay, ich gucke mir die Kinder an, völlig unabhängig dieser soziokulturellen Hintergründe der Eltern. Die Kinder muss ich unabhängig stellen. Ich möchte, dass sie teilhaben können. Ich möchte, dass sie gesund aufwachsen können. Welche Sachen brauchen Kinder und Jugendliche dann dafür? Das ist eine ganz einfache Sache, ne? Bildung, Teilhabe, Kunst, Kultur, Mitmenschlichkeit und so weiter und so weiter. Ne? Und dann muss ich mir eben einfach nur überlegen, wie mache ich das, dass Kinder daran teilhaben können? Ist das über Transferleistungen in die Elternhäuser möglich, in dem Sinne, dass ich die dann immer bei den Elternhäusern wieder abziehe, also dass die bei den Kindern gar nicht ankommen? Oder dass ich so sage, na, die Eltern sind nicht befähigt, die sind alle nur faul, dumm und gefräßig und die sind nicht in der Lage, also ihre Kinder adäquat finanziell zu unterstützen und das eben so alles zu gestalten, dass die Kinder eben, wie gesagt, dann in diesen Genuss kommen, eben gut groß werden zu können. Und wenn ich eben diese Sachen so habe und so mache, so ist ja die aktuelle Familienpolitik, ne? Dann muss ich mich nicht wundern, dass eben die Kinder immer ärmer werden. Und das heißt natürlich, ich müsste im Grunde genommen mal den ganzen Stecken drehen und müsste einfach mal sagen, was brauchen Kinder für dieses Aufwachsen? Und das muss ich den Kindern zur Verfügung stellen. Und nicht eben in dem Sinne, dass ich immer die Eltern beschimpfe und sage, die sind nicht fähig und die armen Kinder sind ja selber schuld oder sowas. Ne? Das ist also eine fatale Geschichte. Aber ich denke, das hat sich eben im Bewusstsein der Menschen und auch der Politik so eingegraben, dass sie also überhaupt gar nicht mehr befähigt sind, anders zu denken. Ne? Und unsere Vorschläge sind eben ganz klar keine Kindergrundsicherung oder sowas, weil das sind ja auch wieder bloß finanzielle Transferleistungen, die dann von der Familie abgefordert werden und in dem Sinne, dass man einfach nur sagt, naja, das ist ja auch bloß bessere, im Grunde genommen ist das nichts als besserer ALG-2-Satz, die Kindergrundsicherung. Ne? Weil ich meine, da sagt einfach der Kulturanbieter oder die Schule sagt dann einfach ganz klar, naja, ihr Kind kriegt 400 oder 500 Euro Kindergrundsicherung, ja, da könnt ihr den Laptop aber für 600 Euro kaufen. Na, weil, wie gesagt, dann spart er einfach mal ein bisschen. Ja, und so sagt das ja jeder. Das sagt dann das Kulturangebot, das sagt der Zoo, der dann die Eintritte erhöht und so weiter und so weiter. Ne? Und wir müssen eben ganz klar als Gesellschaft sagen, was wollen wir?
Wir wollen zum Beispiel, dass alle Kinder an Kultur, Kunst, Freizeit, Bildung teilhaben können. Das heißt natürlich eben Zoo-Eintritt ist frei für Kinder, Museum ist frei für Kinder, Sport ist frei für Kinder. Und das sind alles gar nicht solche Dinge, die wahnsinnig viel kosten, sondern wenn ich als Politik ganz klar sage, das möchte ich, dann kann ich diese Infrastrukturleistung sehr wohl zur Verfügung stellen und kann die durchfinanzieren. Das ist genau nicht billiger oder teurer, als wenn ich sage, ja, okay, den Zoo finanziere ich zu 70% oder 80% und verlange dann immer noch Eintrittsgelder, die eben immer noch nicht die 20% sind, die eben noch fehlen, sondern meinetwegen 0,2% oder 2% sind, ne? Und ich trotzdem noch zuschustern muss. Also dann kann ich als Gesellschaft, als Kommune gleich sagen, okay, der Zoo wird durchfinanziert und das heißt ganz klar, alle meine Leipziger Kinder, egal von welchen Elternhäusern die kommen und ob die Deutsch sprechen oder 5 andere Sprachen zur selben Zeit oder weiß der Fuchs was. Alle Kinder können kostenfrei diesen Zoo besuchen. Das ist so einfach, ne? Oder alle Kinder können kostenfrei mit der Straßenbahn fahren. Gerade wenn sie jugendlich werden, ne, können kostenfrei, Gott sei Dank, solche Sachen gibt es ja jetzt mittlerweile schon, dass die Bibliothek besuchen. Hallo, das sind kulturelle Eigenschaften, die ich damit lerne, ne? Und ich meine auch mit der Mobilität, ne, das ist ganz viel, hat das mit Sozialverhalten zu tun, dass ich mich im öffentlichen Raum bewegen kann als Kind und Jugendliche, auch frei und alleine, ne, und nicht immer dafür, ja, irgendwelches Geld von meinen Eltern brauche. Und was wir damit eben noch erreichen, ist also die Chancengerechtigkeit der Kinder gegeneinander oder eben diese Gleichwertigkeit, wirklich die Anerkennung, egal wo die Kinder wohnen, ob in Paunsdorf oder, also jetzt mal Leipzig weit gesprochen, ne, oder Grünau oder im Waldstraßenviertel oder dass alle Kinder sich in der Stadt treffen können, weil sie alle kostenfrei mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt fahren können. Also es ist ganz einfach, es fehlt einfach nur der politische Wille. Genau. Guter Punkt, also Kinder sein, Kind sein und Teilhabe als roter Faden und nicht als Partikularleistung. Ja. Genau, vielleicht zum Schluss, vielleicht konkret, was erwartet ihr von so einer Landesregierung? Du hast es angesprochen, Michael Kretschmer hat nicht auf euren Brief reagiert, das Land setzt sozusagen auch Sachen nicht adäquat um für die Zielgruppe der Alleinerziehenden. Was wünscht ihr euch? Vielleicht auch ganz konkret von dem Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier so ein Verfechter von Wunsch und Wahlrecht oder sowas, ne? Also das liegt mir total fern. Ich bin absolute Praktikerin und ich bin auch ganz pragmatisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, die 3 Briefe, die wir geschrieben haben und keine Antwort, das ist also wirklich eine Respektlosigkeit sondersgleichen. Also wir erwarten einfach ein humanistisches Umgehen in unserer sächsischen Gesellschaft und wir erwarten von der sächsischen Landesregierung auch ein humanistisches Umgehen mit Kindern und Jugendlichen. In dem Sinne, dass sie unabhängig von diesen Elternhäusern teilhaben können. Das ist das eine. Andererseits, dass wir natürlich die spezifischen Bedarfslagen der unterschiedlichen Familienformen berücksichtigt wissen wollen. Das heißt ganz klar, es muss auf die Personengruppen zugeschnittene, maßgeschneiderte Angebote geben. Und das heißt ganz klar, für Alleinerziehende kann es nicht bedeuten, beim nächsten Mal, dass sie nicht in dieser systemrelevanten Kindernotbetreuung mitlanden. Also das kann einfach nicht ein zweites Mal passieren. Es war schon schlimm genug, dass es beim ersten Mal so gekommen ist. Dann muss es eben auch ganz klar eine strukturierte Geschichte geben bezüglich der Bildungsangebote. Wie, wann, wo? Und da haben wir so viel aus ganz Sachsen Unterschiedliches gehört aus dem Bildungsbereich. Das ist für die Eltern nicht schaffbar. Es ist nicht schaffbar, da irgendwie wirklich klug und zum Wohle der Kinder rauszukommen. Und was nochmal die Kindernotbetreuung angeht, ist vor allen Dingen dieses, also wir hatten ja es jetzt dann so gehabt, dass also die Elternteile das dann ärztlich diagnostiziert bekommen müssen, dass sie wirklich also diese Kindernotbetreuung bekommen. Und das geht überhaupt gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht, weil wenn du einmal in dem System als nicht belastbar oder wie auch dann diagnostiziert bist, dann bleibt das natürlich eben auch in deinem Lebenslauf beziehungsweise in deiner Elternbiografie.
Und deshalb kann das nicht sein, dass man das ärztlich nachweisen muss, sondern das muss ganz normal einfach geschehen. Und also, Entschuldigung, du merkst ja selber, mir fehlen da echt die Worte dazu, ne? Dass man das also sich ärztlich diagnostizieren muss oder dass man eben wirklich auf Kindeswohlgefährdung gehen muss. Ja, also ich meine, das machen die Elternteile natürlich gar nicht, weil wenn das einmal klar ist und es gibt noch irgendwelche Umgangs- und andere Problemstellungen in dieser Familie, das wissen wir ja alles überhaupt gar nicht, dann hat das natürlich massive Konsequenzen auf die Zukunft und auf Umgangsvereinbarungen, Umgangsregelungen, ne? Weil dann kann dir ja ganz schnell unterstellt werden, naja, also wenn du in so einer Ausnahmesituation oder in so einer Situation schon so überbelastet reagierst, ne, wie ist denn das dann erst in einer anderen Situation? Ja, ich meine, das sind ja alles Soft Skills, die ja irgendwo dein Leben mit beeinflussen. Ne? Also das ist also grenzwertig, ne? Also das geht gar nicht eigentlich, ne? Ja, das sind die wichtigsten Dinge, ne? Und wie gesagt, das alles, was mit dieser Beschulung zu tun hat, alles digitale Teilhabe und so weiter, das muss natürlich eben bis dahin auch mal geregelt werden, denn wir wissen auch von Lehrern, dass es kompliziert ist und es gibt viele, die sich tierisch engagieren, also, ne? Also alle haben eigentlich in dieser Krise versucht, wirklich ihr Bestes zu geben. Und es hat ja auch eben das eine oder andere zum Positiven gewandelt, in dem Sinne, dass wir überhaupt erstmal über diese Dinge sprechen, ne? Und uns da auch klar werden und eben auch sagen, na, also das sind die Defizite, die eben jetzt sich einfach noch verstärkt haben. Vorher war das ja überhaupt gar nicht so en vogue, darüber zu reden oder sowas, ne? Und dass da wirklich also strukturiert und vor allen Dingen kommunal übergreifend. Ne? Ich meine, das ist eben auch ein ganz, ganz großes Problem, dass wir eben in jeder Kommune das anders regeln können, sodass wir auch als Landesfamilienverband uns agieren für die einzelnen Familien in den unterschiedlichen Regionen. Natürlich also unglaublich herausfordernd ist in dem Sinne, dass wir bei jeder Kommune andere Richtlinien haben, schon alleine nur bei Bildung und Teilhabe. Also es ist eine völlig normale Geschichte. Ne? Aber dann in Corona-Zeiten, also wenn wir doch wirklich strukturiert, schnelle, kurze Wege brauchen und gute Dinge, die in den Familien ankommen, dann ist es also ganz schwierig, wenn dann also sich nicht vereinbart wird, dass man nicht an die runden Tische kommt und dann sagt, also wir sehen kostenfreie Mobilität grundsätzlich vom ersten Kilometer an und zwar überall, ne, und nicht eben da von 4 Kilometern, dort eben überhaupt gar nicht und wie auch immer, ne. Und ich, da appelliere ich ganz massiv an die Verantwortlichen. Na, und das ist nicht nur die Landespolitik, das ist auch Kommunalpolitik, die damit an den Tisch gehört und vor allen Dingen eben auch parteienübergreifend, ne, dass da hier einfach wo wirklich gesehen wird, also gerade wenn wir jetzt in wieder so eine Situation kommen, beziehungsweise die Situation ist ja noch nicht durchgestanden, ne? Also wir sind ja immer noch da drinne, dass wir uns da wirklich langsam mal zur Vernunft kommen, dass wir wirklich zur Vernunft kommen und dass wir sagen, wenn wir wirklich gut überleben wollen, und wenn wir gut weiterleben wollen, wenn unsere Kinder irgendwie eine Zukunft haben wollen oder unsere Gesellschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir jetzt wirklich wirklich an das Eingemachte gehen. Und das heißt nicht einfach nur, dass wir uns um die Umwelt zu kümmern haben, sondern wir haben uns eben auch um uns und unsere Kinder zu kümmern. Das ist total richtig. Da war viel drin. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen sozusagen jetzt auch die Lehren ziehen und festhalten und grundsätzlich bestimmte Veränderungen angehen. Danke, Brunel, für das Gespräch. Ja, danke. Danke dir auch. Ganz herzlichen Dank und viel Glück und viel Erfolg und wir bleiben alle dran. Danke. Tschüss.